Diese Mauer trennt Welten. Aber für manche ist die kleine Welt drinnen viel geordneter als die große Welt draußen. Denn viele Jugendliche, die kriminell geworden sind und hier ihre Strafe absitzen müssen, haben selbst Ausgrenzung, Gewalt oder Leid erlebt, bevor sie anderen Leid angetan haben. Deshalb müssen sie erstmal lernen, wie ein normales Leben aussehen kann. Mittendrin in der Jugendanstalt Schleswig hat Christiane von Possel erfahren, wie junge Menschen auf so ein normales Leben außerhalb dieser Mauern vorbereitet werden. Der letzte Blick von außen. Hier endet erst einmal die Freiheit für die Jugendlichen, die ihre Strafe hier antreten müssen. Persönliche Dinge, Handy, Geld, alles geben sie ab. Alle bekommen die gleiche Anstaltskleidung. Wenn einer mit, sag ich mal, Nike Air Jordan Turnschuhen ankommt hier, die Behälter, das dauert 3 Tage, sind die weg. Das heißt also, irgendein anderer Gefangener hat sie abgezogen. Und um das zu vermeiden, ich bin der Bessere, ich habe mehr Markenklamotten, werden alle Jungs gleich eingekleidet. Hier in der Jugendanstalt Schleswig sitzen vor allem Sexual- und Gewaltstraftäter. Ziel ist es nicht, sie einfach wegzusperren. Ziel ist es, sie auf die Zeit nach der Haft vorzubereiten. Ich habe gelernt, meine Aggression zu regulieren, nicht immer gleich auszurasten, nicht gleich an die Decke zu gehen. Ich habe auch gelernt, mal zu warten, dass das auch nicht schlimm ist, wenn man einfach mal wartet. Oder auch die Emotionen einfach zuzulassen, wie Wut oder wenn man allgemein verärgert ist, dass man nicht gleich ausrastet, sondern einfach mal innehält, einmal ganz tief durchatmen und ruhig bleiben. Früher hätte ich nicht so eine ordentlich richtige Unterhaltung führen können vielleicht. Also ich konnte nicht richtig kommunizieren einfach. Jetzt weiß ich, wie man richtig kommuniziert, wie man ein ordentliches Gespräch aufbaut. Und das konnte ich vorher nicht. Die meisten haben selbst Gewalt und Vernachlässigung in ihrem Elternhaus erlebt. Erstaunlich, wie viele Kinder im Keller groß werden, weil sie dort ihr Zimmer haben. Und zwar nicht als Souterrain, sondern hinter einem Verschlag und ohne Fenster. Das sind Sachen, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, die es aber leider gibt. Und ich ziehe noch mal eine Statistik auch zu Rate. Jede Woche sterben in Deutschland etwa 3 Kinder an Vernachlässigung oder an Misshandlung. Wir haben hier auf die Überlebenden. Die Einzeltherapie ist deshalb wichtig. Vor allem die Konfliktvermeidung. Er ist wegen Totschlags hier. Um seine Gefühle wahrzunehmen, führt der 21-Jährige ein Anspannungstagebuch. Ich trage ja jeden Tag dieses Tagebuch ein. Und sonst sind das ja immer so, ist bei 1 so dieser genau, Standardwert. Genau, sonst sind wir ja auch, ne, sind sie eigentlich immer relativ ausgeglichen, aber genau, und dann war in der Schule was los. Ja genau, dann überprüfe ich halt, okay, wäre das jetzt schon 20%, dann denke ich so, nee, das wäre noch ein bisschen doller, gucke ich so 30, vielleicht doch 40. Woran haben Sie es denn gemerkt, dass es in dem Fall die 40% waren und nicht nur 30 oder vielleicht sogar schon 50? Da kocht das so innerlich ein bisschen einfach hoch. Ich werde hippliger und sowas, weil ich halt irgendwie dann gerade nicht da bin, sondern ich bin irgendwie dann in meinem eigenen Film so. Viele hier müssen erst lernen, einen geregelten Tagesablauf hinzubekommen. Von morgens bis nachmittags werden sie zum Beispiel in der Holz-, Metall- oder Maurerwerkstatt auf ihre künftige Ausbildung vorbereitet. Dieser 19-Jährige ist unter anderem wegen Drogenkonsum, Fahren ohne Fahrerlaubnis und zweifachen Einbruchs hier. 1 Jahr und 1 Monat hat er von seinen 2 Jahren schon abgesessen. Dadurch, dass ich auch Drogen genommen habe, ist der Tagesablauf nicht immer gut verlaufen, wodurch ich auch dann am Ende meine Ausbildung verloren habe, kurz bevor ich reingekommen bin. Aber so an sich fällt mir das nicht schwer und das ist gut auch. Meinst du, das könnte dir nochmal passieren? Dass ich wieder Drogen nehme und in mein altes Verhaltensmuster zurückrutsche? Nein, dafür ist mir die Freiheit zu wichtig. Struktur behalten, die Wut auf die Vergangenheit loslassen und nicht wieder in die alten Muster rutschen. Nicht alle werden diese Chance nutzen.